Ja, ich habe jetzt hier bei mir den Gemeinderat Michael Ebersold. Herr Ebersold, als erste Frage gerade, wie wichtig ist Digitalisierung für eine Stadt wie Bern? Also wir kommen gar nicht um die Digitalisierung um. Die Welt wird immer mehr digital und wir wollen Prozesse effizienter gestalten, wir wollen die neuen Möglichkeiten nutzen. Also Digitalisierung ist ein Must. Wichtig ist, glaube ich, dass es nicht mehr rausgeht. Ihr seid unter anderem Gemeinderat und zuständig für die Finanzdirektion. Wie wichtig ist Digitalisierung im Bereich der Finanzdirektion? Vielleicht wichtiger noch als in anderen Direktionen? Also zuerst mal glaube ich, dass Digitalisierung sehr stark im eigenen Kopf anfängt. Ich muss mich bei jeder Tätigkeit fragen, kann ich das digital machen? Ich bin Gemeinderat und hat man solche beiden Unterlagen gehabt, bei der ersten, wo nur noch digital ist. Mittlerweile sind es fast alle, oder? Die Möglichkeiten hat man. Also von dem her denke ich, sind alle Direktionen wichtig. Aber klar, wir müssen die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Aber auch da, jede Direktion muss sich überlegen, was kann ich digitalisieren? Und entsprechend muss man schauen, ist das heute schon möglich oder braucht es irgendeine Software oder Hardware oder was ist noch nötig? Ich denke, das gute Stichwort gesehen. Digitalisierung fängt bei einem selber im eigenen Kopf an. Jetzt seid ihr Vorsteher von der Direktion mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wie sieht es denn in diesem Team aus? Ist man für die Digitalisierung parat? Oder wie, wenn ihr das gerade den Puls gespürt, wie sieht das aus? Ja, absolut. Also ich bin ein kleiner Freak und habe auch eine sehr gute Assistentin, die sehr, sehr affin ist. Also ich gehe mittlerweile auch super aus, wenn irgendetwas nicht funktioniert, Teams, was auch immer. Und entsprechend, es fängt oben nah, oder? Im Kopf, oben. Ich habe meinen Leuten gesagt, die sind am Anfang gekommen mit Plänen, Ausdrücken. Ich habe als erstes einen Bildschirm in die Wand machen lassen. Ich kann mit dem Laptop reinschalten, also Prozesse, die Unterlagen, alles. Das zirkuliert bei uns nicht mehr auf Papier. Am Anfang war das so, gewesen, das ist ausgedruckt worden. Der Austausch war schwieriger gewesen und mittlerweile lebt das meine Direktion recht gut. Zwischen kommt gleich noch jemand mit Papier und ist das auch ein Thema. Könnt ihr noch etwas konkreter sagen, was eure Direktion bereits alles an digitalen Massnahmen umsetzt, außer dass man kein Papier braucht? Also im Submissionsverfahren haben wir einen ersten Schritt getätigt. Also die ganze Beschaffung haben wir digitalisiert. Von der ganzen Stadt können die Leute rauf, können die ganzen Prozesse durchführen bis zur Vergabe. Jetzt als nächster Schritt, wenn wir sogar die Externen da reinziehen, das ist ein anstehendes Projekt, dass auch die Eingaben bereits digital können machen. Im Personalbereich sind wir dran, die ganzen HR-Prozesse zu digitalisieren. Im Bereich Finanz, oder? Das gibt immer noch Leute, die irgendeine Einzahlungsscheine sortieren. Einfach etwas, was nicht geht. Übrigens so im privaten Bereich, da bin ich auch wieder beim Kopf. Also jetzt habe ich kürzlich wieder Einzahlungsscheine bekommen von meiner Hausvermietung. Und ich muss dann anrufen und sagen, kann man das nicht digital machen? Sie müssen es mal diskutieren. Also das sind wirklich Bereiche. Die ganze Liegenschaftsbewirtschaftung sind wir jetzt ebenfalls dran, vollständig zu digitalisieren. Also die Bewertung, da rede ich nicht einfach von Nebenkostenabrechnungen. Die Stadt Bern wird in den nächsten Jahren Haufen Millionen ausgeben, für die Digitalisierung weiter voraus zu pushen. Die hat es gerade gesagt, es ist ja da für die Bevölkerung soll das nützen. Wir vorhin über eure Mitarbeiter gehabt. Wie sieht es auf Seite der Bevölkerung aus? Werden die Angebote, die jetzt schon da sind, von der Bevölkerung auch genutzt? Also da läuft auch ein Projekt. Die Idee ist ein Portal, ein städtisches Portal, wo man wirklich alle Dienstleistungen nachher abholen kann. Da sind wir noch nicht im Ziel. Also das wird sicher notwendig sein, das zu realisieren. Klar gibt es Haufen Service, die man kann heute bereits digital machen, Einwohnerkontrolle. Wir werden übrigens jetzt im ganzen Telefonbereich, Telefonzentrale digitalisieren. Wir müssen dort sicher auch Balance finden, dass man dann nur noch einen Automat hat und dann drücken Sie Knopf 0, 1, 2, 3. Also dort gibt es ja Leute, die nach wie vor das Bedürfnis haben, eine menschliche Stimme zu hören, aber da haben wir noch Luft nach oben. Das Menschliche versus das Digitale, also so ein bisschen der Emotionalfaktor, dass man immer noch eben einen Mensch hinten dran hat. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was man auch die Bevölkerung, glaube ich, muss abholen und auch gewisse Ängste nehmen. Also unbedingt. Ich denke auch heute Sitzungsarten hybrid, oder? Ich finde es so extrem wichtig nach wie vor, dass man sich auch face to face sieht, dass man miteinander reden kann, dass man, wenn man mit jemandem redet, sieht, was sind die Reaktionen von der anderen Personen. Ist aber auch wieder ein technisches Problem. Also man braucht halt ja Kameras, die reinzoomen, die die ganze Situation aufnehmen. Ich glaube, es ist ein Mix. Man muss dort eine gute Balance finden. Also Digitalisierung ist nicht die heilige Sprechung, sondern es soll ein Hilfsmittel sein und bleiben nach wie vor für einen Menschen, und der steht immer noch im Mittelpunkt.
Wir folgen über diverse Projekte. Jetzt gilt es auch zu priorisieren, zu schauen, was machen wir als erstes, was machen wir als nächstes. Wie sieht das aus? Also im Moment laufen ganz viele Projekte parallel. Wir haben ja jetzt im Rahmen von unserem Sparpaket im Mikrobereich ein bisschen gespart, ein bisschen Geld für Kommunikation intern, extern. Also wir kommen noch einmal, wir kommen nicht herum und wir wollen ein Portal, dass die Bewohnerinnen, die hier arbeiten, einen Zugang haben. Wir wollen unsere Prozesse in der Bewirtschaftung von der Liegenschaften professionalisieren. Base for Kids, so ein Thema, Digitalisierung, das die Risiken zeigt. Das ist nicht alles so einfach, es kostet eben Haufen Geld, braucht auch Ressourcen. Aber wir sind da, glaube ich, im Mainstream und probieren da wirklich auch möglichst rasch, möglichst effiziente Digitalisierung weiterzutreiben. Das ist natürlich noch spannend, gerade wenn es um so Projekte geht. Einerseits, die sagen jetzt, will man natürlich nicht irgendwo Geld zum Fenster auswerfen, andererseits macht man Sachen vielleicht zum ersten Mal und muss sich jetzt antasten, wie funktioniert das, wie kann man etwas überhaupt umsetzen? Ja, aber zuerst ist immer Digitalisierung ist immer zuerst eine Investition. Oder? Wenn ich sage, ich will Finanzprozesse zentralisieren, dann brauche ich nicht zuerst ein Projekt, dann müssen wir den ganzen Staat schauen, wie machen das die verschiedenen Direktionen. Dann findet man heraus, dass es meinten, noch alles von Hand geht, in eine Excel-Tabelle. Dann müssen wir schauen, haben wir überhaupt jetzt softwaremäßig System, dass man das zentral machen kann. Die Idee ist so, dass man zentralisiert, dann können wir irgendwann Stellen einsparen. Also es ist halt auch ein Prozess. Und noch einmal, bei diesem Prozess muss man die Leute, die betroffen sind, mitnehmen. Man muss denen den Mehrwert aufzeigen, man muss denen auch die Angst vielleicht nehmen. Oder? So sehr viele Leute haben einfach auch noch Angst vor dieser Digitalisierung. Und ich habe den besten Beweis, dass man nicht Angst haben muss. Meine 90-jährige Mutter, die hat jetzt noch ein Handy, die tut WhatsApp, die lässt Hörbücher, lässt das Zeug ab. Also, die ist eigentlich schon voll digital noch mit 90. Ja, das ist also möglich. Ängste kommen einerseits wegen der digitalen Nutzung, also viele von sich oder einige, die sich nicht daran wagen, das überhaupt auszuprobieren. Ängste gibt es aber auch, dass man natürlich auch immer so ein bisschen das Gespenst in der Luft hat, von wegen, wenn etwas digitalisiert wird, dann kann ich auf der anderen Seite irgendwo Arbeitsplätze weg. Wie geht man mit dieser Problematik um? Also das ist, glaube ich, eines der ganz, ganz wichtigen Punkte, wo wir sorgfältig schauen müssen. Also ich habe vorhin gesagt, meine Assistentin, die hochdigital ist, und die ist irgendwann gesagt, du, irgendwann brauchst du mehr nicht mehr. Und ich habe gesagt, bis jetzt hat er die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung ausgedruckt, oder, stundenlang. Aber das Zeug muss gleich abgelegt werden, das muss bewirtschaftet werden. Es gibt andere Aufgaben. Ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor Chauffeure brauchen, die mit dem Fahrzeug rumfahren, für die Abfall einsammeln. Aber es ist klar, es gibt Bereiche, wo man digitalisieren kann, wo vielleicht auch eine harte Arbeit nicht gemacht wird. Und dann müssen wir schauen, dass man auch umschulen kann, die Leute kann mitnehmen kann. Und nachher ist klar, ich habe gehört, wo die erste Media, müssen wir nochmal nehmen, die erste Medienmatik-Ausbildende bei uns in der Stadt gesehen. Ich kann es nicht einmal sagen, ich kann jetzt voll senden. Also, wir ja die anderen Leute ausbilden, dass die eben die Digitalisierung nachher auch mitmachen und parat sind. Sie haben ja das Eingangsgespräch gesehen, ihr seid voll der digitale Mensch und steht hinter dem und die steht auch mit einer gewissen Energie, das spüre ich. Geht es euch manchmal schon ein bisschen zu langsam? Sollte es ein bisschen einen Tick schneller vorwärts gehen? Ich bin sehr ein pragmatischer Mensch, oder? Und ich habe Geduld, sage ich jetzt mal, wenn es nicht so schnell geht, wenn man digital dreimal probieren muss, bis man einen Ort wieder ein neues Konto hat, oder wo man den Wind muss enden oder so. Ich glaube, pushen hat keinen Sinn. Das haben ja verschiedene Beispiele gezeigt. Wir müssen vorsichtig sein, weil es wird ja schon erwartet, wenn man das digitalisiert, muss ja das funktionieren, weil sonst ist es einfach ein Schuss hinten raus. Also nein, mir geht es nicht zu langsam. Ich mache mit und klar, wir müssen die Bereiche, die wir aktiv steuern können, die wir aktiv steuern und dort nicht rödeln. Aber ich sage, wir müssen auch nicht überall ganz zuvorderst sein und dann den abschiffen und den Neustart machen, kostet viel Geld, viel Frust, viel Aufwand. Einfach, ja, es ist eine Gratwanderung und braucht einen gewissen Pragmatismus. Am Schluss soll es funktionieren. Das heisst ja, ich glaube, wirklich am Schluss gesagt, soll es der Einzelne, der irgendetwas mit der Verwaltung zu tun hat oder mit der Direktion zu tun hat, entlastet und so das Leben einfacher machen. Absolut. Also ein Beispiel noch, das letzte vielleicht, ist die Mitarbeiterzeitung. Das war zwar ein Sparprojekt gewesen, aber natürlich auch ein Digitalisierungsprojekt. Jetzt habe ich die Matze jederzeit bei mir auf dem Nattel. Das funktioniert super. Es ist fast innovativ geworden. Jede und jeder hat das Nattel, kann der zugreifen. Also eben, ich denke wirklich, die Chancen überwiegen bei Weitem, wenn man das gescheit umsetzt.
Herr Ebersold, merci für das Gespräch. Merci.